Gefängnisausbruch auf Easy Mode und richtig lächerlich. Das hat der Psychologe Timothy Leary gemacht. Da er die psychologischen Tests mit den Häftlingen, die Gefängnisse zugeordnet wurden, selber designt hat, konnte er die Behörden so manipulieren, dass er 1970 in ein Low-Security-Gefängnis kam und den Häftlingsjob des Gärtners kriegte. Ja, und dann ist er einfach über den Zaun geklettert und abgehauen und niemand hat's rechtzeitig bemerkt. Das Einzige, was noch dümmer ist, ist der Grund, wieso er überhaupt in Haft war. Er hat 20 Jahre bekommen, dafür, dass er zweimal mit Bubats für den Eigenkonsum geschnappt wurde. Heute ist das einfach nur lächerlich. Und nach dem Ausbruch wurde er 2 Jahre später wieder geschnappt.